Willkommen heute zur Bundestagswahlbenachrichtigungs-Challenge 2017. Das muss einfacher werden. Damit willkommen zur Bundestagswahlbenachrichtigung-Schall-Eng-2017. Das war einfach es Deutsch. Muss man uns denn wirklich wie Kinder behandeln? Also wirklich. Ich denke, dass nicht jedem Menschen klar ist, warum ich Nichtwähler bin und was mein Grund dafür ist. Mir geht es dabei überhaupt nicht darum, welche Parteien oder Kandidaten zur Wahl stehen, sondern es geht mir darum, dass eine wichtige Option fehlt. Und zwar die Option, Nein zu alledem zu sagen. Zu sagen, ich stimme dem nicht zu. Ich bin nicht bereit, mich beherrschen zu lassen. Denn ich lehne grundsätzlich die Herrschaft des Menschen über den Menschen ab. Dabei ist es mir vollkommen gleichgültig, ob dieser Herrschaftsanspruch durch Abstammung, Gewalt, Gott, Wahlen oder irgendetwas anderes versucht wird zu legitimieren. Ich widerspreche hiermit. Ich sage Nein dazu. Und liebe Politiker, wenn ihr jemanden beherrschen wollt, beherrscht euch doch einfach selbst. Und hört auf damit, die Lebenszeit anderer Menschen beanspruchen zu wollen. Und daher möchte ich diese Challenge auch dazu nutzen, ein Zeichen zu setzen, indem ich diese Wahlbenachrichtigung unbrauchbar mache. Moment! Ich bin hier der Sicherheitsbeauftragte und bevor hier nicht die Checkliste abgearbeitet wurde, passiert hier gar nichts. Also, Checkliste nach DIN 0815-42. Sonstige Begebenheiten. Zunächst kein Rauchmelder über mir. Check! Ist ja heute schließlich nicht mehr selbstverständlich, in der eigenen Wohnung keine Rauchmelder zu haben. Ein Eimer Wasser. Requisite, wo ist das Wasser? Muss man hier alles selber machen, verdammt nochmal. Also, Eimer, Wasser, check. Feuerfeste Unterlage, check. Feuerzeug, gefüllt, funktionsfähig, jawohl. Check. Das fragliche Objekt. Amtliche Wahlbenachrichtigung zur Bundestagswahl 2017. Jawohl. Check. Okay, alle Punkte erledigt. Weitermachen. Möge das Licht der Erkenntnis leuchten. Und alle Menschen erkennen die Unsinnigkeit der Herrschaft des Menschen über den Menschen. Und niemand je wieder seine Stimme in meinem Namen erheben. Nun, nachdem das geklärt ist, lassen wir den Worten Taten folgen.
Soweit mein Beitrag zur Bundestagswahlbegnadigung Challenge 2017. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.